Lag hier nicht gerade auch noch irgendwo? Genau, da oben lag doch noch ein Item. Wo ich allerdings noch nicht so richtig. Uah. Oh Gott, die Knochen, ey. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich da irgendwo runterspringen? Hier komme ich nicht hoch. Nächste Nachricht. Falle voraus, das habe ich schon bemerkt. Hm. Okay. Ist da vielleicht auch was drin? Nö. Gut, jetzt habe ich schon. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Jetzt habe ich schon 3 Estoflakons weggesoffen. In 5 Minuten, die ich bisher hier gezockt habe. Oh, hier sind Türen. Hier sollte ich vielleicht mal öffnen. Okay, das geht von der Seite nicht. Leck mich am Arsch, ey. Ich hasse Spinnen. Diese ekelhaften Mistviecher. Wieso komme ich... Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, 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 Leuchtfeuer. Komm schon, du gehst aber von der Seite hier auf. Jawoll. What? Okay, wenn das nicht mega creepy ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Vorne steht auf jeden Fall so ein elender Zauberer. Den ich mal ganz easy von hier drüben wegmachen werde. Oh. Oh. Komme ich jetzt nicht da durch? Muss ich direkt dran? Ja, muss ich. Okay. Wieso steht hier eine Kerze mitten im Raum? Und hier sind überall so versteinerte Kinder? Oder sind das Statuen? Das sieht eher aus, als wären das versteinerte Kinder. Und hier ist eine komische Truhe. Was hat das zu bedeuten? Hier hinter dem Teil ist auf jeden Fall noch ein Item. Achso, ein Flammenschmetterling. Hier drin ist auch noch was. Ein Pharos, jawohl. Aber ich kann die Kiste nicht aufmachen. Kann ich die vielleicht kaputt hauen? Kann ich die Flamme kaputt hauen? Nee. Kann ich die Statuen kaputt hauen? Nee, kann ich auch nicht. Kann ich da durch? Nein, kann ich auch nicht. Wie komme ich denn jetzt weg von hier? Hilfe? Hier hoch geht's doch nicht, oder? Nee. So, hier geht's auch nicht lang. Darunter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das überleben werde. Da drüben ist auch nichts. Da drüben ist noch eine Tür. Die habe ich eben noch nicht gesehen gehabt. Und zwar... Oh Moment, hier ist jemand gestorben. Und zwar, weil er darunter gerutscht ist. Okay, da sterbe ich also. Oh, schon wieder so ein Zauberer. Ah! Genau beim Türöffnen. Oh, Spinnen. Ah, kein Ding. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite, wo der Zauberer drin ist. Beziehungsweise drin war. Alles klar. Dahinter ist ein Durchgang. Aber hier geht's noch hoch. Das will ich zuerst. Hoppala. Okay. Ich will hier raus. Das klingt nicht sehr gut. Geil, Skelett. Da habe ich immer noch nicht gecheckt, was die... Okay. Habe ich immer noch nicht gecheckt, was die eigentlich machen, diese Skelette. Oh boy, die Stelle kenne ich doch.
verdammt, jetzt bin ich aber. Jetzt komme ich hier nicht mehr hin. Kann ich da vielleicht reinspringen? Oh ja, kann ich. Nice! Awesome. Danke für den Tipp. Kann ich nämlich erst schnell nochmal die Spinne da um die Ecke sehen. Schon auf mich wartet. So, wir haben die null Chance gegen mein Schild. Finde ich mega gut. In der Kiste eine Krummaxt und ein Seelenstrudel. Inventar, ich glaube, das war ein Zauber, ne? Da, Seelenstrudel. Steht aber nicht, was der jetzt kann, ne? Schade. Würde ich gern wissen. So. Hat der mich noch voll gekotzt, als er gestorben ist? Jetzt ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr so genau, wo ich hier jetzt überall schon war und wo ich nochmal lang gehen muss. Ich glaube, hier oben war ich aber schon. Ja, doch, hier oben war ich schon. Ja, ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Da drüben war ich nämlich... Moment, da drüben war ich auch schon. Ja, kein Ding. So. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, ist kurz vor der E3. Und... inzwischen ist ja angeblich schon ein kurzes Video vom nächsten Dark Souls Teil geleakt worden. Scheinbare Wandversuche, vermute ich. Ja, und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man... wenn jetzt schon der nächste Teil quasi... angekündigt wird. Weil mir das doch ein sehr knapper Zeitraum ist. Also, ich meine, Dark Souls 2, vor allem für den PC, ist ja gar nicht so lange dem Markt gewesen oder beziehungsweise erhältlich gewesen. Okay. Deswegen frage ich mich, ob das jetzt schon wirklich nötig ist. Ich meine, klar, von irgendwas müssen die Leute, die... oh Gott. Irgendwas müssen die auch leben. Ob es dann wirklich so gut ist, direkt schon den nächsten Teil auszupfeffern? Naja, bin ich mir nicht so sicher. Oh, cool. Hier konnte ich, glaube ich, vorher noch nicht durch. Oh. Die kommen doch jetzt gleich von überall auf mich zugefallen, oder? Da oben sehe ich doch schon eine. Und ich höre sie doch überall. Jetzt kommt sie. Und noch eine. Komm schon, die nächste geht auch noch. Ja, sag ich doch. Oh, da sind, glaube ich, gerade zwei Stück runtergefallen.
Nein! Also, oh, ich bin so lange nicht mehr gestorben und jetzt... Fuck! Oh oh! Okay, das war nicht so gut. Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh nein, jetzt sind die ganzen... Ne, Moment, wo sind die Magier hin? Oh, da unten ist einer. Ich hau hier direkt ab. Ich rutsch hier direkt rund... Oh, fuck. Okay, das war eine dumme Idee. Eine richtig dumme Idee. So funktioniert es also nicht. Dann muss ich den wohl vorher wegmachen. Ich krieg den nicht ins Visier. Oh. Kann ich dem vielleicht von hier aus so in den Kopf schießen? Nee. Aber so geht's. Leck mich, du mieser Penner. Oh, bleib doch stehen. Jetzt aber. Was? Der ging daneben? Der war voll drauf. Okay, noch ein Versuch darunter. Die Spinne am besten direkt wegmachen und weg hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Fuck you. Sie wird nicht gezaubert. Wie komme ich denn zu meinem, zu meinen Seelen wieder hin? Ich glaube, hier bin ich nämlich falsch. Und ich würde die eigentlich gerne wieder mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade lang gerannt bin. Zu dem rüber komme ich auch nicht. Oh, hier sind sogar noch zwei von denen. Okay, vergiss es. Ich kletter die Leiter runter. Irgendwann werde ich da schon wieder hinkommen. Bin ja Überlebenskünstler. Leuchtfeuer! Spinnen! Nachricht! Hurra für Rollen. Was? Okay, Leuchtfeuer entzünden. Und ans Leuchtfeuer setzen. Ich glaube jetzt bin ich wieder, oh Moment, die Spinnen kommen jetzt immer wieder. Das ist scheiße. Moment, hier war dieses... Das ist doch ein Scherz. Alter Vater. Wie bin ich hier nochmal weggekommen? Ich glaube, ich musste an dem Explosionsteil vorbei. Oh, Scheiße.